Hallo und herzlich willkommen zu meinem Webinar Ideen für das Provisioning von Teams und SharePoint in der Ausgabe Juni 2022. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich so zahlreich angemeldet haben. Wir haben für dieses Thema, was eigentlich relativ spröde ist, für meine Begriffe über 100 Anmeldungen bekommen. Und das zeigt, dass diese Thematiken wirklich aktuell sind, am Puls der Zeit sind. Und ich hoffe, dass ich Ihnen letztendlich Neues, Spannendes erzählen kann, wo Sie sagen, okay, das sind genau die Dinge, die Sie wissen wollten und Sie mit einem Lächeln aus dem Webinar rausgehen sozusagen. Ich habe einige organisatorische Anmerkungen noch. Sie bekommen automatisch den Link zur Aufzeichnung dieses Webinars. Das wird irgendwie am Folgetag von dem GoToWebinar-System verschickt. Fragen, die Sie stellen, die Sie im Chat stellen, beantworte ich im Anschluss per Mail. Innerhalb der nächsten 24 Stunden bekommen Sie ja die Information. Und wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich sehr gerne an mich per Mail wenden oder mich auch anrufen. Die Kontaktdaten habe ich hier einmal eingeblendet. Die werde ich auch in dem Link zur Aufzeichnung oder wenn der Link zur Aufzeichnung kommt, dann nochmal wiederholen. Ich hätte noch einen Hinweis. Es haben sich zu diesen drei Webinarterminen relativ viele Unternehmen angemeldet, die in letzter Konsequenz Berater sind, IT-Berater sind. Da möchte ich gerne noch auf mein Partnerprogramm hinweisen für die CosiTrack und Trackpad-Produkte. Da habe ich am Schluss noch eine kleine Anmerkung, weil ich mir vorstellen könnte, dass das für einige von Ihnen durchaus interessant sein könnte. Ich habe hier einige Thematiken zu mir nochmal kurz zusammengefasst. Die meisten werden mich kennen, aber letztendlich nochmal hier zur Information. Ich bin seit über 20 Jahren an den SharePoint-Technologien mit großer Begeisterung dran. Habe letztendlich auch im Microsoft-Umfeld viele andere Sachen noch bearbeitet und mich dafür interessiert und habe im Moment das Thema, dass Microsoft 365 natürlich eine sehr große Rolle spielt. Nichtsdestotrotz hat die On-Premise-Welt auch noch nach wie vor eine große Bedeutung für mich und auch für das Thema, was wir hier heute bearbeiten, funktioniert das sowohl in der Microsoft 365-Umgebung als auch On-Prem für den SharePoint-Server. Also auch wenn Sie nicht Microsoft 365-Anwender sind oder noch nicht, bleiben Sie dabei. Die 90% der Informationen, die ich hier transportiere, sind auch für Sie interessant. Ich habe hier noch einmal zusammengefasst, was ich überhaupt mit dem Microsoft 365 und SharePoint-Thematiken mache. Primär bin ich im Consulting- und Projektbegleitungsumfeld unterwegs. Ich habe häufig den Fall, dass ich Reviews bestehender und geplanter Projekte einfach nach dem Vier-Augen-Prinzip durchführe. Ich habe etliche Erweiterungen entwickelt, die sich so im Laufe der letzten Jahre als notwendig oder wünschenswert herausgestellt haben. In diesem Webinar wird es sehr stark um den CosiTrack Provisioner gehen, aber auch das Migrationswerkzeug, das CosiTrack Migrate, hat natürlich also große Auswirkungen auf das, was wir hier machen. Denn CosiTrack Migrate kann den Provisioner steuern und da eine integrierte Migrationslandschaft mit komplexem Provisioning bereitstellen. Dafür habe ich aber letztens auch noch ein separates Webinar vorbereitet. Ich habe etliche Seminare und Schulungen im Programm, da verliere ich gleich auch nochmal ein kurzes Wort drüber, möchte aber noch auf die nächsten Webinare hinweisen. Wie schon angesprochen, gibt es also Ende Juni, Anfang Juli das Ideen für Migration und Umstrukturierungswebinar. Was letztendlich auf diesem Webinar, was wir heute machen, ein Stück weit aufsetzt, weil bei der Migration auch der Provisioner eine Rolle spielt. Dann wird es irgendwann im August ein Webinar geben zum Thema Umgang mit Office-Dokumenten und Vorlagen. Was sich zunächst mal relativ trivial und selbstverständlich anhört, hat durchaus noch in der Praxis eine hohe Relevanz, weil das Thema mit Office-Dokumenten und Vorlagen umzugehen doch dann nicht so einfach ist, wie man das vielleicht auf den ersten Blick vermuten könnte. Wer mit SharePoint und Teams umgeht, kennt die Thematiken. Das heißt, wenn Sie da das spannend finden, dann würde ich mich freuen, wenn Sie da auch dabei sein würden. Ich habe letztens in der Vergangenheit etliche Webinare gemacht. Vor allen Dingen möchte ich auf die Webinare aus dem letzten Jahr hinweisen. Da ging es einmal um das Thema Dokumentenmanagement mit SharePoint und Teams. Es ging um das Thema Arbeitsräume und es ging um das Thema Intranet und Wissensmanagement. Wir werden die Thematiken in diesem Webinar, die in den drei vergangenen Webinaren gelaufen sind, durchaus berühren, kurz ansprechen. Wenn Sie letztendlich gern noch etwas genauer einsteigen würden in die Thematik, möchte ich gerne auf die Aufzeichnungen von den vergangenen Webinaren verweisen, weil wir heute in der knappen Zeit, wir haben eine Stunde Zeit ungefähr geplant,
natürlich nicht so im Detail darauf eingehen können. Also die Webinaraufzeichnungen seien auf jeden Fall Ihnen ans Herz gelegt. Wenn Sie mir es genauer wissen möchten, was wir hier verarbeiten und bearbeiten und besprechen, da gibt es auch eintägige Online-Kurse von mir. Die nächsten Online-Kurse finden im letzten Juni-Drittel statt. Oder der nächste Block von Online-Kursen im letzten Juni-Drittel. Es gibt 3 Kurse zur Power-Plattform. Es gibt diesen Teams for Professionals-Kurs, wo es letztendlich um die Administration und Planung von Teams-Umgebungen geht. Es gibt natürlich den Dokumentenmanagement-Kurs, Telefonie mit Teams. Ich glaube, das sind also viele interessante Sachen dabei, wo ich Sie gern herzlich einladen möchte, einmal auf meiner Website sich das anzuschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei einem der Online-Kurse dabei wären. Gut, steigen wir direkt in unser Thema ein. Ich habe erstmal hier diesen Wieso-Weshalb-Warum-Block erstmal vorgeschaltet, weil wir natürlich irgendwie trotz alledem es eigentlich klar sein sollte, was wir hier vorhaben. Ich das gerne nochmal ansprechen möchte und Sie einmal mitnehmen möchte, warum wir letztendlich überhaupt dieses Webinar veranstalten. In letzter Konsequenz geht es, wenn Sie Teams-Anwender sind, um diesen Knopf, den ich hier mit dem Pfeil gekennzeichnet habe, um diesen Teams-Beitreten-oder-Erstellen-Knopf. Dieser Team-Beitreten-oder-Erstellen-Knopf ist zunächst mal irgendwie selbstverständlich. Der Anwender kann draufdrücken, ein neues Team erstellen. Man muss sich aber die Frage stellen, wollen wir das, dass er das so einfach machen kann? Oder wollen wir letztendlich das ein bisschen konsequenter organisieren, kontrollieren, was die Anwender überhaupt da tun können? Und da müssen wir natürlich auch die Frage stellen, erstens wollen wir das und warum wollen wir das? Ich habe mal hier zusammengefasst, wo diese Probleme von diesem Knopf sind. Ich habe einige Aspekte aus einer, ich nenne das mal Negativliste, mal aufgeschrieben. Die Reihenfolge stellt hier keine Gewichtung dar. Das wird wahrscheinlich jedes Element anders, wird jedes Unternehmen anders sehen. Wir haben auf der einen Seite natürlich dieses Thema, was ich mal Gefahr von Wildwuchs nennen möchte. Die Gefahr von Wildwuchs ist natürlich sowohl bei dem Teams-Thema als auch bei dem SharePoint-On-Premise-Thema schon seit 20 Jahren, also zumindest bei dem SharePoint-Thema seit 20 Jahren, bei Teams natürlich noch nicht so lange, im Endeffekt immer irgendwie latent. Und da müssen wir die Frage stellen, natürlich ist der Wildwuchs irgendwie wirklich ein Problem oder um welchen Wildwuchs sprechen wir überhaupt? Ich würde sagen, wir haben 2 Stellen von Wildwuchs, die wir betrachten müssen. Einmal das Thema aus Sicht des Administrators. Kann der noch kontrollieren oder steuern, wo die Informationen liegen, so wie man das in dem guten alten Dateisystem gemacht hat? Das kann er natürlich nicht und das ist auch gar nicht der Ansatz, dass er das können sollen müsste. Aber ich sehe also vielmehr die Gefahr von dem Wildwuchs für die Anwender. Denn wenn jeder Anwender plötzlich am Ende des Tages feststellt, er hat irgendwie 70, 80, 90 Teams, in 80% der Teams passiert überhaupt nichts, weil die mal irgendwann aufgetaucht sind und testweise angelegt worden sind, dann ist der Teams-Client natürlich auch relativ voll. Er verliert die Übersicht und hat natürlich dann Schwierigkeiten, wirklich effizient, effektiv zu arbeiten. Und da sehe ich eigentlich die viel größere Gefahr. Das nächste Thema ist, dass wir eigentlich keine dokumentenmanagement-taugliche Dateiablage haben. Diese dokumentenmanagement-taugliche Dateiablage ist aus Sicht von Prozessen, Compliance, auch von diesem Suchen- und Finden-Aspekt eigentlich sehr wichtig. Und Teams hat also schon klassischerweise diesen Fall eigentlich nie so wirklich betrachtet, dass man in Teams unterschiedliche Ansichten für die Dokumente anzeigen kann. Das ist letztendlich auch noch gar nicht so lange. Das geht ungefähr erst seit einem Jahr. Vorher konnte man wirklich nur das Dateisystemniveau, sage ich mal so, anzeigen. Und da haben wir durchaus letztendlich sicherlich also Gesprächsbedarf und Handlungsbedarf, was wir da tun müssen. Wenn Sie einfach so über diesen Knopf gehen, haben Sie eventuell das Problem, dass Sie keine wirkliche Integration in ein unternehmensweites Wissensmanagement haben. Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, denn es geht ja auch darum, dass wir uns wiederfinden oder dass wir die Informationen, die mit viel Mühe, eventuell mit hohem Geldeinsatz erstellt worden sind und die irgendwo in den Systemen liegen, auch wieder an die Oberfläche holen können. Deshalb haben wir da sicherlich auch Handlungsbedarf und müssen da einmal drüber nachdenken. Viele Kunden sagen mir, sie hätten gern also eine sinnvolle Namenskonvention für die Teams- und SharePoint-Bereiche, die angelegt werden sollen.
Und das müssen wir sicherlich auch irgendwie nochmal besprechen und uns überlegen, wie man das realisieren könnte. Ich würde das mal viele Sachen, die ich also formuliert habe, so zusammenfassen. Wir haben eigentlich keine Prozesse, keinen Überblick, wenn einfach die Benutzer frei Schnauze mit diesem Knopf einfach beliebig Teams anlegen können. Ich will nicht sagen, dass es also total die Wurzel allen Übels ist. Dass dieser Knopf hat schon seine gewisse Daseinsberechtigung, aber die Frage ist, können und müssen wir das besser machen? Für diese Negativliste gäbe es natürlich durchaus viele andere Thematiken mehr, die man da noch nennen könnte. Sie sehen aber, und das soll jetzt auch diese kurze Hinführung zu dem Thema sein, dass es durchaus viel Handlungsbedarf gibt, wo wir das ein oder andere machen könnten. Und ich möchte Ihnen einfach jetzt Ideen zeigen, wie man das besser machen kann, was viele von meinen Kunden machen und wie das letztendlich wirklich zu das ganze Teams- und SharePoint-Thema zum großen Erfolg werden kann. Ergänzend möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir für diese ganzen Arbeitsbereiche ja eigentlich auch einen Lifecycle haben. Der Lifecycle beginnt natürlich mit der Erstellung des Arbeitsbereiches, das ist vollkommen klar. Aber jenseits der Erstellung des Arbeitsbereiches haben wir durchaus das Thema, dass der Arbeitsbereich vielleicht mal angepasst werden muss, weil irgendwelche zusätzlichen Anforderungen kommen. Und irgendwann ist der Arbeitsbereich, wenn es zum Beispiel ein Projekt ist, ja auch geschlossen oder abgeschlossen. Und dann müssen wir uns überlegen, dass wir das wahrscheinlich auch archivieren müssen. Wir befinden uns ja in einer Umgebung, wo wir nicht einfach irgendwas machen können und so tun, als gäbe es keine regulatorischen Thematiken. Wir haben ja durchaus für bestimmte Arten von Dokumenten Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Da müssen wir auch nochmal drauf gucken. Es gibt eigentlich einen Begriff, der über vielen Dingen, die ich hier genannt habe, drüber steht. Das ist diese IT-Governance. Und von den Aspekten, die ich Ihnen gerade von der IT-Liste erzählt habe, würde man eigentlich sagen, okay, das sind klassische IT-Governance-Thematiken. Ich hatte übrigens auch überlegt, ob ich dieses Webinar Ideen für die IT-Governance mit Teams und SharePoint nenne, aber ich möchte eigentlich wirklich eher den Provisioning-Prozess hier rausstellen und weniger den abstrakten theoretischen Governance-Bereich. Aber letzten Endes sprechen wir natürlich über einen Aspekt von der IT-Governance bei dem, was wir hier machen. Das sollte man also nicht verdrängen. Außerdem wollte ich das Stichwort hier gerade auch mal erwähnen. So, und was machen wir jetzt? Wir werden also einmal die Ausgangssituation ein bisschen prüfen, wir werden die Anforderungen formulieren, wir werden einen Lösungsansatz erarbeiten und ich werde Ihnen mögliche Lösungen oder eine mögliche Lösung mal zeigen, wie das aussehen könnte mit meinem Cozy-Track-Provisioner, der ganz genau diese Problemstellungen, die wir hier angesprochen haben oder diese Herausforderungen, die wir hier angesprochen haben, lösen wird. Dazu später mehr. Die Ausgangssituation ist aber auf jeden Fall, dass die Bordmittel sehr, ich will es mal sagen, überschaubar sind, die Microsoft uns zur Verfügung stellt. Die werden letztendlich, wenn wir das ganze Thema betrachten, sehen, dass ich also viele auf die Kombination SharePoint und Teams eingehen werde, weil es einfach extrem wichtig ist, dass wir sowohl das SharePoint-Provisioning als auch das Teams-Provisioning betrachten. Und es gibt durchaus Gerüchte sozusagen, dass Microsoft in der Richtung auch was tun möchte und letztendlich den Prozess für das SharePoint und Teams-Provisioning ein bisschen integrieren möchte. Davon ist aber letztendlich erstens noch nicht viel zu sehen und zweitens habe ich den Eindruck, um es mal vorsichtig zu sagen, dass da auch letztendlich bei Weitem nicht so viel Bums bei rauskommen wird in positiver Richtung, wie man es wirklich benötigen würde. Insofern sind die Third Parties, glaube ich, nach wie vor ganz weit vorne an der Stelle, aber dazu später mehr. Ich möchte Ihnen gern ein paar Grundlagen zunächst mal mitgeben. Diese Grundlagen werden wir ziemlich schnell durchlaufen. Das wird also jetzt ein 10-Minuten-Überblick, was wir machen und wollen und brauchen. Und ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass die Thematiken, die ich hier anspreche, auch in den 3 Webinaren aus dem letzten Jahr, siehe die Links, die ich Ihnen gezeigt habe, als auch wenn Sie es ausführlicher gern hätten, in meinen Online-Kursen nochmal besprochen werden. Wir laufen hier wirklich nur kurz rüber, um alle einmal kurz abzuholen, worum es eigentlich geht und was wir berücksichtigen müssen. So. Das erste Thema ist ja, wie organisieren wir unsere Daten? Wir brauchen also Container für Inhalte. Und wie Sie diesen Container für Inhalte nennen, kann man sich überlegen. Jeder Kunde macht das anders. Es gibt Kunden, die nennen das virtuelle Arbeitsräume, Projekträume, Akten, Teamräume, Gremienräume. Da haben wir durchaus viele Varianten.
Wir brauchen neben diesen relativ großen strukturierten Dingen wie Projekträume und Akten, aber durchaus in vielen Unternehmensumgebungen auch Ablagen für kleine Informationsmengen. Ich habe dieses Nordkorea-Beispiel in meinem Wissensmanagement-Webinar herangezogen. Kurz gesagt geht es darum, dass es einfach darum geht, irgendwie 3, 4, 5 PowerPoint-Folien, ein paar Dokumente abzulegen, was kein großes Projekt ist, was also kein formales großes Projekt ist, sondern die Sachen müssen einfach da sein. Das heißt, die Idee ist einfach, dass wir sagen, wir erschaffen uns eine kleine Ablage, ein kleines Stück Ablage, wo die Benutzer fire and forget-mäßig die Informationen, die Dokumente reinwerfen können. Und dann wird die Suche dafür sorgen, dass wir die wieder bekommen. Das heißt, wir brauchen also einen Container für große, strukturierte Ablagen, aber auch für ganz kleine Informationsschnipsel, die wir irgendwo am unterbringen müssen. Das muss für den Anwender natürlich einfach sein. Und es geht darum, dass wir dem Anwender das auch anbieten, dass er oder die Möglichkeit bieten, dass er es so ablegt, dass es jederzeit wieder auffindbar ist. Notwendigerweise ist es so, wenn es im Outlook von einem Benutzer drin ist, ist es für das Unternehmen nicht auffindbar. Für den einzelnen Benutzer vielleicht, wenn er in sein Outlook guckt, natürlich, aber das müssen wir einfach besser hinkriegen. Diese Container sind technisch eine Website oder in dem Microsoft 365-Sprech ist das eine Website. Eigentlich ist das eine Website-Sammlung mit optionalen Komponenten, wie dass man beispielsweise Teams draufsetzen kann. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Verwendung von Subsites eigentlich von Microsoft nicht empfohlen ist. Sowohl on-prem als auch in SharePoint Online kann man Subsites anlegen, ist aber eigentlich doof, um es mal so salopp zu sagen. Ich möchte da niemanden auf die Füße treten, der das in der Vergangenheit so gemacht hat, aber das müssen wir heutzutage ein bisschen anders organisieren, weil da etliche Vorteile daraus erwachsen, wenn sie wirklich die Subsites weglassen. Dazu später auch nochmal mehr. Etwas technischer betrachtet möchte ich Ihnen den Zusammenhang zwischen Teams, SharePoint, der Microsoft 365 Group und Exchange hier kurz einmal visualisieren. Das Ganze gilt für die SharePoint Teams Website, nicht für die Communication Site. Wenn Sie also zum Beispiel eine SharePoint Team Website anlegen oder auch direkt auf den Teams-Knopf drücken und ihn anlegen, entsteht letztendlich ja nicht nur isoliert ein Team, sondern es entsteht eine Microsoft 365 Gruppe, die Microsoft 365 Gruppe ist zunächst mal technisch eine Gruppe, die Besitzer und Mitglieder haben kann. Und wir haben letztendlich die SharePoint Team Website, wir haben ein Exchange-Gruppenpostfach und optional kann ein Teams-Team oben drauf sitzen. Wenn Sie eine SharePoint-Team-Website anlegen und sind administrativ unterwegs auf dieser SharePoint-Team-Website, wird er Sie auch fragen, okay, soll ich da vielleicht mal ein Teams oben drauflegen? Das können Sie machen oder nicht machen. Aber nichtsdestotrotz ist das der Zusammenhang an der Stelle. Und ich muss das also so deutlich sagen, ich sehe das bei vielen Kunden, die ein SharePoint-Projekt aufsetzen, ein Teams-Projekt aufsetzen und das also eigentlich nicht berücksichtigen, dass sie im Grunde genommen eigentlich dieselbe Situation haben. Das Teams-Projekt ist in letzter Konsequenz ein SharePoint-Projekt, nur vielleicht mit einem anderen Client oder mit einer anderen Client-Applikation, die noch einige weitere Möglichkeiten bietet. Ich will das gar nicht wegignorieren, dass Teams chatten kann und telefonieren kann und sie separate Teams-Apps haben, aber es ist eben so, dass die Dokumentablage darunter auf jeden Fall SharePoint sein wird. Und wenn man sich überlegt, wie viele Thematiken heutzutage haben wir wirklich Informationen haben wir in Dokumentenform, dann haben wir die Situation, dass 95-98%, es gibt da Untersuchungen, beispielsweise in Projekten irgendwo in Dokumenten gelagert sind. Insofern spielt das Thema Dokument sicher eine große Rolle. Und wie gesagt, basierend auf dieser Skizze kann ich letztendlich nur jedem deutlich empfehlen, Teams und SharePoint als ein Thema zu betrachten, als ein Projekt zu betrachten, das natürlich unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Wenn wir das ganze Thema nochmal angucken, habe ich hier nochmal das theoretisch ein bisschen visualisiert. Ich habe diese Folie mal SharePoint und seine Clients genannt. Wenn Sie Dokumente in SharePoint haben, haben Sie letztendlich für meine Begriffe zum Beispiel 4 Möglichkeiten, wie Sie darauf zugreifen können. Es gibt also sicherlich noch viel mehr Möglichkeiten natürlich, aber zum Beispiel können Sie hingehen und sagen, Sie können auf die Dokumente, die in SharePoint gespeichert werden, über den Teams-Client darauf zugreifen. Heute ein wichtiges Thema.
Sie können natürlich auch einfach das Browser-Interface benutzen. Sie können aber zum Beispiel auch den File Explorer verwenden, wo ich ein Produkt CozyTrack Drive habe, was einfach aus der Zusammenstellung aller Teams oder aller SharePoint-Arbeitsräume oder wie Sie das auch konfigurieren möchten, ein Dateilaufwerk oder etwas bereitstellt, was aussieht wie ein Dateilaufwerk. Das heißt, wir haben durchaus dieselben Informationen, die letztendlich in dem Teams-Client sichtbar sind, auch in der File-Explorer-Darstellung. Für einige Kunden ist das aus verschiedenen Gründen spannend. Sie können auch hingehen und mit Werkzeugen wie Dragpad ist auch eine Erweiterung von mir, wo es um effizientes Dokumentenverwaltung, sowohl beim Reinwerfen der Dokumente, als auch beim Erzeugen von neuen Dokumenten, als auch beim Herausholen von Dokumenten aus den Ablagen drum geht. Und in letzter Konsequenz können Sie alle diese Clients kombinieren und haben verschiedene Frontends einfach für das SharePoint-System im Hintergrund. Diese Zeichnung würde für eine On-Premise-Umgebung eigentlich genauso aussehen, bis auf dass da natürlich nicht irgendwie der Teams-Client in der On-Premise-Umgebung auftauchen kann, aber ansonsten ist es genau dasselbe Thema. Man muss jetzt dazu sagen, dass jeder Client, mit dem Sie zugreifen, Vorteile und auch sicher ein paar Nachteile hat. Und an der Stelle sei anzumerken, dass also zumindest mit Blick auf das Thema Dokument Teams auch nur ein SharePoint-Client ist, der natürlich viele andere Möglichkeiten mitbringt. Deshalb wollen wir an vielen Stellen auch gerne Teams machen. Aber in letzter Konsequenz, und das muss man also deutlich sagen, haben wir hier einen großen Bestandteil von einem SharePoint-Projekt. So, und daraus ergibt sich, wenn Sie sinnvollen Umgang mit Dokumenten realisieren müssen und das in irgendeiner Form gewünscht oder erforderlich ist, das ist es eigentlich bei allen Kunden, muss man immer SharePoint mit berücksichtigen. Und jetzt ist also die Einführung von Teams implizit eine Einführung von SharePoint. Und das müssen wir auch bei dem Provisioning, was wir betrachten, auf jeden Fall berücksichtigen. Ich habe hier nochmal die Anmerkung hier aufgeschrieben, um das nochmal deutlich zu sagen. Dieses Collaboration und Wissensmanagement möchte ich also keinesfalls auf Dokumente reduzieren. Aber der übergroße Anteil von relevanten Dokumentationen steckt zum einen in Dokumenten, und Sie werden auch sehen, oder die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Anwender also zu den Dokumenten eine sehr hohe Affinität haben. Und ich möchte einfach aufgrund dieser hohen, herausragenden Bedeutung von den Dokumenten das ganze Thema möglichst gut umsetzen in Bezug auf Dokumente. Und da müssen wir überlegen, was müssen wir machen. Wir haben sicher ein paar regulatorische Anforderungen. Die IT-Compliance zeigt uns eigentlich, dass wir zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz, die EU-DSGVO berücksichtigen müssen oder auch die GOBD. GOBD kommt aus dem Umfeld Finanzamt, betrifft jeden. Es ist natürlich so, dass viele Unternehmen auch irgendwie branchenspezifische Anforderungen haben, was sie regulatorisch machen müssen. Da haben wir einiges durchaus zu tun, je nach Kunde. So, und die GOBD sagt uns in Kurzform, hier, ich habe ein paar Stichworte, wir müssen das Ordnungsprinzip berücksichtigen, die Vollständigkeit gewährleisten, die Unveränderbarkeit gewährleisten. Natürlich sind nicht alle Dokumente, die wir in SharePoint und oder Teams einlasten, sofort im Wirkungsbereich der GOBD, aber es ist eben so, da auch Geschäftsdokumente aller Art darunter fallen, haben wir sicherlich an vielen Stellen die Kriterien, die wir durch die GOBD erstellt werden, zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass wir also nicht einfach sagen können, okay, wir speichern mal ein paar Dokumente und sind damit durch. Wir haben letztendlich schon ein paar Dinge zu tun, und diese Anforderungen müssen wir sicherlich betrachten. Ein Baustein dazu sind diese Metadaten und Inhaltstypen. Wenn Sie mal zurückgucken oder beziehungsweise in die nähere Vergangenheit gucken und in die SharePoint-Version mal reinschauen, hatte man irgendwie seit SharePoint 2001 in den Frühzeiten gesagt, Ordner sind total böse und wir wollen auf keinen Fall irgendwie Ordner verwenden, irgendwie in der Mitte des letzten Jahrzehnts, also 2015, 16 kam mal irgendwie das Thema auf, wir wollen doch wieder zurück zum Ordner, das heißt, wir müssen eine Balance finden. Und die Kernfrage ist ja, was ist für den Anwender am einfachsten? Der muss Dokumente anlegen, der muss Anzeigen sortieren, suchen. Und da muss man überlegen, brauchen wir Metadaten und wie kriegen wir die Metadaten möglichst einfach an die Dokumente dran? Und weshalb wollen wir das überhaupt machen?
Ich habe mal hier die Bedeutung von Ordnern zusammengefasst. Ordner ist ja, was die Benutzer gerne machen bzw. verwenden, weil die das verstehen. Ich habe auf der rechten Seite einfach mal zwei Dokumente, Planung 1 DocX und Dokumentation 2 DocX angezeigt. Das eine liegt in dem Ordner Planung, das andere im Ordner Durchführung. Und wir haben jetzt das Thema, dass der menschliche Benutzer natürlich weiß, weil irgendwas im Ordner Planung liegt, ist es wahrscheinlich ein Planungsdokument. Weil ein Dokument im Ordner Durchführung liegt, ist es ein Dokument, was sich auf die Projektphase Durchführung bezieht. Vollkommen klar und logisch. So, wenn Sie die Dokumente aber irgendwie mal isoliert betrachten, zum Beispiel wie es die Suche tun würde, die nur das Element, die nur das Dokument sieht, steht da Planung 1 DocX dran. So, von der Phase Planung steht da an dem Dokument einfach nichts dran. Weil es in dem Ordner drin liegt, implizit ist es ein Planungsdokument, aber zum Beispiel die Suche kriegt das nicht mit. Und die Idee ist jetzt einfach, dass wir einfach hingehen und automatisiert an die Dinge, die wir einfach erkennen können oder die wir technisch einfach erkennen können, weil ein Dokument im Ordner Planung liegt, ist es wahrscheinlich ein Planungsdokument und so weiter und so fort, die einfach diese Informationen automatisch an das Dokument dran kriegen. Wir brauchen das gar nicht so zu machen, dass der Anwender das irgendwie sieht und der Anwender muss sich damit auch gar nicht beschäftigen, aber dadurch, dass wir das an dem Dokument dran haben, weiß zum Beispiel die Suche oder Prozesse, die irgendwie laufen oder letztendlich vielleicht auch die Archivierung und alles, was Sie sich vorstellen können, dass das ein Planungs- oder ein Durchführungsdokument ist und daraus ergibt sich mehrere Informationen, die da dran sind. Als Zwischenfazit möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, was wir zum Beispiel damit machen können. Sie sehen hier die SharePoint Classic Search Center, das kann man mittlerweile in der Modern UI auch bauen. Und Sie sehen auf der linken Seite diese Refiner. Die Refiner sind im Moment Ergebnistyp, Autor, Änderungsdatum. Das sind die Refiner, die klassisch passieren. Und Sie kennen das Thema, wenn Sie also zum Beispiel nach SharePoint suchen und haben tausende von Suchergebnissen und Sie wissen ungefähr, okay, ich suche irgendwas. Es gab mal ein PDF-Dokument, da sind die Informationen drin und der Autor war Harry Hase. Da kann man durchaus hingehen und kann über diese Refiner durch einen Klick diese Einschränkungen machen. Toll wäre doch, wenn Sie die Möglichkeit hätten, dass Sie auch Refiner haben können, die zu Ihren Dokumenten passen. Wenn Sie an die Projektdokumente gucken, wäre zum Beispiel ein Refiner, der die Projektphasen berücksichtigt, also Planung, Durchführung, Akquise, Betrieb, wäre ja also klasse, wenn man also Refiner für die Projektdokumente hätte. Oder vielleicht für das Projekt oder für den Kunden, für das das durchgeführt ist. Wir können uns natürlich in den unterschiedlichen Szenarien verschiedene Refiner vorstellen, die darauf natürlich basieren, dass diese Metadaten an dem Dokument dran sind, die wir für die Refiner brauchen. Und wenn wir diese Metadaten automatisch rankriegen, dann sind wir schon auf einem ziemlich guten Weg, dass wir für den Benutzer einen hohen Komfortfaktor schaffen können, dadurch, dass zum Beispiel die Dinge refinable beim Suchen werden und viele andere Möglichkeiten mehr. Das ist nur ein Beispiel von vielen Dingen, die man machen kann, erreichen kann. Dieser rote Pfeil auf der rechten Seite zeigt so ein bisschen unkontrolliert auf das Search-Item. Damit möchte ich einfach ausdrücken, dass es mit der Suche auch durchaus möglich ist, dass Sie bei Projektdokumenten immer angeben, okay, der Kunde für dieses Projekt war Harry Hase AG und das Projekt war das Projekt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. Das können Sie natürlich in den Suchergebnissen auch noch anzeigen, wenn Sie Metadaten an den Dokumenten dran haben. Und dann kommt jetzt ein wichtiger Building-Block für das ganze Thema Umgang mit Dokumenten in SharePoint oder im erweiterten SharePoint. Das sind die Inhaltstypen. Wir haben letztendlich klassischerweise in klassischen Dokumentmanagement-Szenarien die Dokumentart, die den Typ eines Dokuments definiert. Also es ist ein Projektdokument, es ist ein QM-Dokument. Daraus ergeben sich spezifische Eigenschaften wie die Projektphase, die Projektnummer, der Kunde. Wir haben natürlich auch Autoränderungsdatum da drin. Und diese Dokumentarten in SharePoint sind einfach die Inhaltstypen. So, und ich möchte also dringend dazu auffordern, diese Inhaltstypen als Basis für das Dokumentmanagement mit SharePoint und Teams einfach zu sehen. Das ist einfach so. Man muss sich da wirklich also ernsthaft Gedanken drum machen. Das muss alles nicht wirklich furchtbar kompliziert werden und wir können also durchaus dafür sorgen, dass es für den Anwender weiterhin einfach zu handhaben ist.
aber wir brauchen einfach diese Inhaltstypen, wenn Sie das strukturiert machen möchten. So, die Inhaltstypen, ich habe das hier einmal kurz abgebildet, ist also in letzter Konsequenz ein Baum, den Sie erweitern können, wo Sie hingehen können und eigene Dokumentstrukturen anlegen können. Das braucht gar nicht so kompliziert zu sein. Machen Sie sich darüber Gedanken. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich auch gerne ansprechen. Natürlich können wir da auch, habe ich also Ideen, wie man das machen kann. Nochmal gefragt, wozu machen wir das? Ich möchte Ihnen nochmal die Anwendungsfälle einfach nochmal präsentieren. Die einheitlichen Metadaten sorgen dafür, dass Sie Dokumente oder Informationen ganz allgemein gesagt organisieren, ordnen, suchen, finden können. Das heißt, je mehr Merkmale Sie daran haben, desto besser ist es. Und da wir die Merkmale automatisch vergeben können, wenn man das ein bisschen geschickt macht, haben wir durchaus das Thema, dass wir für unsere Anwender erreichen können, dass die Vorteile bei diesem Organisieren, Ordnen, Suchen, Finden haben und gleichzeitig eigentlich gar nicht was dafür tun müssen. Hört sich doch gut an. Wir haben sicherlich Prozesse, die wir irgendwie betrachten müssen. Wir haben Prozesse, die durch ein Ereignis getriggert werden. Zum Beispiel das Projekt ist abgeschlossen, deshalb muss damit irgendwas gemacht werden, zum Beispiel archiviert werden. Wir haben sicher zeitgesteuerte Prozesse. Denken Sie zum Beispiel an QM-Dokumente, die einmal im Jahr überprüft werden müssen. Das kann ich natürlich auch nur dann realisieren, wenn ich überhaupt in der Lage bin, dass ich ein QM-Dokument erkennen kann. Und da haben wir durchaus schon etliches, was wir da also machen können. Die Ideen sind viel zahlreicher als auf diesem kurzen Überblick stehen, aber ich denke, Sie sehen, worauf ich hinaus will. Wir haben sicherlich in der Archivierung auch das Thema, dass wir einige Dokumenttypen vielleicht 6-7 Jahre aufheben müssen, andere 20 Jahre. Ich habe Kunden in bestimmten Branchen, die müssen ihre Sachen auch zum Beispiel 40 Jahre aufheben. Das hängt einfach von der Situation ab. Und hier sind ein paar Dinge. Ich habe hier mal diese Stempelforderungen durch GOBD dran gemacht. Die sind bei vielen Dokumenten, also gar nicht so optional, dass sie sagen, ja, wir machen dabei was, weil wir das Lizenz vielleicht für unsere Benutzer ein bisschen angenehmer machen wollen. Wir haben da ganz knallharte Forderungen, die vom Gesetzgeber, GOBD ist Finanzamt, um das nochmal also anzumerken, kommen. Und das können wir natürlich nicht einfach ignorieren und sagen, na, okay, das haben wir vielleicht jetzt nicht so Lust und machen es mal eher nicht. So. Die Idee, was wir technisch machen müssen, ist, dass wir mit Dokumentmappen, das sind Document-Sets, einfach diese Metadatenvererbung realisieren können. Und ich habe das auf der rechten Seite mal ein bisschen dargestellt. Wenn wir ein Document-Set, was in letzter Konsequenz ein intelligenter Ordner ist, die Phase Planung haben, können dann alle Dokumente, die in diesem intelligenten Ordner auftauchen, kann diese Phase Planung, diese Informationenplanung automatisch dran geschrieben werden. Und dabei ist es vollkommen egal, ob wir mit dem Browser auf die Daten zugreifen oder mit dem Teams-Client oder mit Cozy Track Drive oder Dragpad. Das passiert einfach dadurch, dass das Dokument da gespeichert wird. Und das können wir jetzt noch ein bisschen aufbohren und an das Dokument den Kunden, die Projektnummer, die verwendeten Technologien dran schreiben. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Wenn Sie eine SharePoint-Website haben, wo letztendlich gerne Teams drüber sitzen kann, kein Problem, dann haben wir natürlich die Informationen. Da geht es um den Kunden Harry Hase SE, wir haben eine Projektnummer und pipapo. Und das können wir über Defaults natürlich auch automatisch zuweisen. Und dann haben wir diese Metadaten automatisch an dem Dokument. Für den Benutzer ist das natürlich zunächst mal, wenn er das mit der Hand machen müsste, wäre das doof, weil er weiß natürlich, warum soll ich immer an dieses Dokument Harry Hase SE dran schreiben. Ich weiß, dass das der Kunde ist, aber die Suche abstrakt sieht es nicht. Und wenn Sie zum Beispiel auf die Refiner hinaus wollen oder im Endeffekt auf irgendwelche Prozesse gucken, dann ist es einfach praktisch oder beziehungsweise unabdingbar, dass diese Informationen an dem Dokument dran stehen. So. Und das Zwischenfazit ist, summa summarum, wir müssen uns um die Inhaltstypen kümmern, um eine GOBD-fähige Dokumentablage zu machen. Und wir kriegen diese Metadaten automatisch in gewissen Grenzen da dran. Und das können wir durch Standardwerte machen und die Dokumentmappen vererben weiter. Gut, und das kann zum Beispiel so aussehen. Ich habe Ihnen hier die Struktur mal gemalt. Wir haben also ein Dokument, eine Dokumentmappe-Durchführung. Da gibt es einfach eine Projektphase, die ist hier festgenagelt. Und bei den Dokumenten, die in dieser Dokumentmappe drin sind, sehen Sie, dass zum Beispiel der Kunde, das Projekt, die Projektphase, die verwendeten Technologien automatisch daran gebastelt werden. Sie können diese Metadaten natürlich auch versteckt einzeigen, beziehungsweise als versteckt definieren. Und dann haben Sie die Situation, dass der Anwender damit gar nicht belämmert wird und sich gar nicht Gedanken darüber machen muss, was steckt da dran.
Und wir haben letztendlich, wenn wir nochmal auf Teams gucken, haben wir das Thema, dass Teams sowieso nicht die Möglichkeit bietet, Metadaten zu ändern, Stand Mai 2022. Die einzige Möglichkeit mit Teams, Metadaten und Dokumente zu Metadaten an die Dokumente zu bekommen, ist also die automatische Vergabe. Und das möchte ich auch gern so durchaus machen. Wir können, Teams geht hin und legt also für jeden Kanal normalerweise einen Ordner an. Wir haben zum Beispiel den Standardkanal allgemein, das ist dieser General-Ordner, den man findet. Wir können aber auch dafür sorgen, dass statt Ordnern Dokumentmappen verwendet werden. Das ist einfach die Frage des Bereitstellungsprozesses und da gucken wir gleich drauf. Und wir haben dann die Situation, dass die auch via Teams oder wie auch immer hochgeladenen Dokumente auch die zuweisbaren Standardmetadaten haben. Das heißt, wir haben lauter mit Metadaten angereicherte Dokumente und das ist ja letztendlich ein gutes Thema. So, und das, was ich hier letztendlich hier aufgemalt habe, ist, wir haben, wenn Sie Teams standardmäßig mit Teams standardmäßig anlegen, also zuerst Teams anlegen und die Kanäle in Teams definieren, bekommen Sie einfach diese normalen Ordner. Wenn wir das ein bisschen geschickter machen, dann bekommen Sie Document-Sets. Dafür müssen wir aber die Vorgehensweise ändern und dann das Provisioning letztendlich ein bisschen intelligenter gestalten. Und das ist jetzt der Punkt, wo es jetzt in dem zweiten Teil unseres kleinen Webinars hier gehen wird. So, das heißt, wir haben durchaus das Thema, dass wir in jeder Umgebung einiges vorbereiten müssen, dass wir uns über das Deployment kümmern müssen. Und da kommen wir jetzt auch genau zu dem Thema, wie hilft Provisioning? Provisioning ist ja auf Deutsch, oder wenn man es in Deutsch übersetzen würde, nichts weiter als die Bereitstellung. Die Bereitstellung von individualisierten Arbeitsumgebungen mit SharePoint und Teams und vielleicht auch CruiseTrack Drive oder Dragpad oder alles, was Sie machen möchten. Wir haben für das Provisioning, also für die Anlage einer Arbeitsumgebung, grundsätzlich drei Wege, die mir eingefallen sind. Man kann das manuell machen und mit Bordmitteln. Man könnte also ein Provisioning-Werkzeug irgendwie selbst entwickeln oder Sie können hingehen und auf ein fertiges Werkzeug zugreifen. Ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich halt einfach ein fertiges Werkzeug habe, aber nichtsdestotrotz möchte ich nochmal die Anforderungen auf diese drei Varianten, die sich bieten würden, einmal mappen und einfach mal fragen oder einfach mal darstellen, welche Anforderungen wir haben. Wir haben die Anforderung, dass wir mehr oder weniger komplexe Arbeitsumgebungen auf Knopfdruck erstellen wollen. Also der Benutzer soll einfach sagen können, ich brauche meine Arbeitsumgebung, weil ich jetzt mit einem Projekt anfange oder einfach ein paar Informationsschnipsel anlegen muss. Vielleicht möchte ich vorgelagert noch eine Genehmigung haben. Das hängt einfach davon ab, wie Sie dieses Governance-Thema sehen. Wir müssen flexibel sein, um auch recht individuelle oder komplexe Szenarien abzubilden. Das ist sicherlich das Thema. Ich sehe das bei vielen Kunden, wenn ich den Provisioning-Projekte habe, dass das also am Anfang also relativ einfach sich anfühlt. Also am Anfang haben wir das Thema, dass man sagt, ja, im Grunde genommen reicht der Handkarren und dann ist es eben so, dann ist der Handkarren implementiert und man baut und überlegt sich und hat neue Ideen. Dann wird das einfach irgendwie ein VW-Bus und am Schluss soll das Ding durch die Galaxien fliegen. Das heißt, wir haben durchaus das Thema, dass Szenarien komplexer werden und es macht natürlich Sinn, darauf zu achten, dass wir uns also keinesfalls irgendwie in die Sackgasse manövrieren. Eine gewisse Zuverlässigkeit ist natürlich auch zwingend erforderlich, wenn das ganze Thema da auch nicht klappt, wäre doof und wir müssen natürlich auch ein bisschen über Kosten sprechen. Ich habe mal den Benchmark gemacht für diesen manuellen Bereich, für das manuelle Anlegen. Wenn Sie also zum Beispiel das einfach so handhaben, dass der Benutzer sagen kann, okay, er möchte gerne eine Arbeitsumgebung haben und macht ein Ticket in der IT auf, dann haben Sie das Thema, dass man durch die manuelle Erzeugung natürlich alles erreichen kann. Aber die manuelle Erzeugung von Arbeitsräumen könnte eventuell Tage dauern. Also nicht, dass der Anwender oder dass ein Administrator mehrere Tage dann rumschraubt. Aber der hat vielleicht auch was anderes zu tun, Krankheit, Urlaub, hohen Arbeitsaufwand. Da muss man sich einfach überlegen, dass er das wahrscheinlich also nicht so ohne weiteres direkt in 5 Minuten immer fertig haben wird. Außerdem möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass das eine ziemliche Strafarbeit ist, wenn man Tag ein, Tag aus irgendwelche Arbeitsräume zu Fuß anlegen möchte. Das ist also im Endeffekt also nicht der beliebteste Job.
Wir haben letztens bestimmt also auch irgendwo einen Kostenimpact. Ich habe mal versucht, also einen Kostenfall für das Erzeugen eines Arbeitsraums manuell anzulegen. Ich habe mal ein paar Annahmen getroffen. Das Problem ist, dass diese Annahmen oder dieses Thema, die Kosten für etwas, was jemand internes tut, zu beziffern, ist immer natürlich ein bisschen heikel und hart an der Grenze zur Unseriosität, aber es ist eben so, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass wir auf jeden Fall also einen Kostenfaktor irgendwo da drin haben. Der Vorteil bei dem manuellen Anlegen ist natürlich, dass es beliebig flexibel ist, aber der Nachteil ist, dass die Zeit bis zur Fertigstellung durchaus dauern kann. Und wenn Sie das Thema haben, dass Sie irgendwie 70 Arbeitsräume pro Tag anlegen, ich habe Kunden, bei denen wir über diese Volumina sprechen, da ist das einfach nicht machbar. Wenn der 8 Stunden Arbeitszeit hat und er muss aber für 70 Stunden Dinge anlegen, leuchtet ein, dass das nicht funktionieren kann. Viele Kunden entwickeln in der Tat also selber Provisioning-Prozesse, Provisioning-Verfahren, und wo man dann zum Beispiel mit verschiedenen Werkzeugen, mit Power Automate, mit der PowerShell, mit Azure Functions, mit dem PNP-Zeugs rangehen kann. Und ein Thema ist letztendlich natürlich, wenn Sie das selber entwickeln, können Sie in letzter Konsequenz alle Ziele erreichen. Sie werden zum Beispiel komplexe Deployments nicht mit Power Automate hinbekommen oder nur mit sehr großen Schwierigkeiten, indem Sie aus Power Automate ewige Mengen von externen Funktionen aufrufen. Aber das ist letztendlich, hört man schon, das könnte also durchaus dramatische Kosten verursachen durch einfach die schnell wachsenden Anforderungen, dass die nur mal mit dem Handkarren, dem VW-Bus und den Galaxien fliegen. Ich würde mal so sagen, dass 100 Entwicklungstage schnell verbraucht sind, und wenn Sie also feststellen, okay, Sie haben für Ihr Provisioning-Thema also einen Kostenansatz von einer fünfstelligen oder gar sechsstelligen Summe oder hohen fünfstelligen Summe oder sechsstelligen Summe, dann ist das eventuell, bringt ein großes Unternehmen nicht ins Schleudern, will ich nicht sagen, aber es ist eben so, es ist also schon also wirklich ein signifikantes Projekt. Und ich kenne viele Kunden, die daran gearbeitet haben, und die haben deutlich mehr als 100 Entwicklungstage im Laufe der Zeit verbraucht. Und sie haben natürlich relativ hohen Wartungsaufwand, weil sie an der Stelle immer hingehen müssen und müssen nacharbeiten, an weitere Entwicklungen von Microsoft anpassen, an die Anforderungen von den Benutzer anpassen. Also man kann die Ziele erreichen, aber es ist eventuell teuer und umständlich, und es ist eben so, die Leute, die diese Dinge entwickeln können, wachsen ja auch nicht in beliebiger Anzahl auf den Bäumen. Ne? Muss man erstmal am Start haben. Wenn Sie eine fertige Lösung angucken, dann könnten die Ziele erreichbar sein, wenn Sie komplexe Deployment-Szenarien haben. Das hängt natürlich vom Produkt und den Anforderungen ab. Kosten, das ist sicher ein Independence-Thema, es gibt also verschiedene Hersteller, die Let's-Sense-Provisioning oder Governance-Lösungen machen. Ich nenne Ihnen mal den Preis für mein CosiTrack Provisioner Enterprise. Das kostet, egal wie groß Ihre Umgebung ist, die Enterprise Edition 10.000 Euro. Es gibt ein System darunter, also eine Edition darunter, es gibt eine Edition darüber, aber da haben Sie mal einen Preisrahmen. Und diese Kosten liegen mit Sicherheit deutlich unter den selbstentwickelten Kosten. Das muss man an der Stelle natürlich auch betrachten, dass Selbstentwickeln auf den ersten Blick vielleicht also durchaus einfacher oder beziehungsweise sich einfacher anhört. Aber wie gesagt, ich kenne das von vielen Kunden, die Dinge werden groß. Ich würde aber die Kosten gar nicht als Hauptargument in dem Vergleich fertige Lösung gegen selber entwickeln herausstellen, sondern ich würde sagen, mit den fertigen Lösungen, egal ob das mein CosiTrack Provisioner oder andere Werkzeuge sind, da profitieren Sie von den langjährigen Erfahrungen, von denen die es machen, und Sie profitieren natürlich auch von den Ideen anderer Kunden. Ich sehe das bei meinen eigenen Produkten. Ungefähr in jedem Projekt habe ich den Eindruck oder gefühlt, in jedem Projekt hat also der ein oder andere Kunde eine super Idee, die dann auch den Weg in das Standardprodukt findet, und dadurch werden die Produkte natürlich immer besser und sie profitieren einfach sowohl von der Erfahrung im Provisioning, ich mache das seit 10 Jahren, so mal zum Beispiel, oder 12 Jahren, als auch von Ideen anderer Kunden, und das sind natürlich die Dinge, die man irgendwie von den Synergien her auch gerne sehen möchte. Mein CosiTrack Provisioner in kurzen Zahlen ist so, dass die erste Version im Kundeneinsatz im Jahr 2010 war. Mittlerweile ist das an 150 Stellen im Einsatz. Ich habe hochgerechnet 1 Million erzeugte Arbeitsbereiche gemacht. Ich habe sicher über 100.000 Codezeilen da drin.
in dem Produkt. Und es ist eben so, das ist also durchaus eine etablierte, gewachsene Lösung, die also wirklich viel kann. Ich werde Ihnen da einen kurzen Überblick geben, wie das alles sich anfühlt, was man damit machen kann. Und ich glaube, dass wir da also durchaus die auf dem Weg sind, dass wir sehr viele Anforderungen eigentlich vergleichsweise einfach erfüllen können. Ich hatte im Jahr 2018 mal gedacht, als Microsoft also groß mit Teams am Start war, okay, Teams gibt es schon länger, aber als 2018 Teams also wirklich in die Unternehmen also sehr signifikant eingesickert ist, habe ich irgendwie gedacht, okay, das Thema Provisioning brauchen wir vielleicht gar nicht mehr, das hat sich vielleicht irgendwie erledigt und Microsoft hat das jetzt auch wunderbar selber im Griff. Was ich festgestellt habe, ist, dass eigentlich das ganze Provisioning-Thema mit Teams und SharePoint auch aus den Gründen, die ich Ihnen schon erzählt habe, eigentlich wichtiger denn je ist. Und insofern habe ich also ein wirklich großes Refactoring Ende 2018 von dem Provisioner durchgeführt und die Ergebnisse sehen Sie gleich in den nächsten Zeiten. Also jetzt in den nächsten Folien. Der Provisioner hat also verschiedene Komponenten. Das ist einmal die Engine, die aufrufbar durch verschiedene Startmöglichkeiten sind. Es gibt also einen Windows-Service, es gibt einen Command-Line, es gibt das Cockpit, was zur Steuerung dient. Und es gibt, wie ich schon gesagt hatte, auch das Migrationswerkzeug, was integriert den Provisioner steuern kann. Also im Migrationsfall hat man ja das Thema, dass Sie also zum Beispiel einen Arbeitsbereich einlegen müssen, in den also die Daten migriert werden sollen. Und dazu kann mein Migrationswerkzeug den Provisioner steuern. Wie gesagt, da gibt es also in ungefähr 4 Wochen also ein separates Webinar dazu. Das heißt, wir haben also hier verschiedene Komponenten, die also hier aus denen das CosiTrack Provisioner besteht. Und es ist durchaus sinnvoll, einen XML-Editor im Hintergrund noch zu haben. Und es ist eben so, der CosiTrack Provisioner braucht einen SQL-Server, um ein paar Daten zu speichern. Da reicht also die Express-Version. Höher geht natürlich auch. Ich habe Ihnen hier mal ein Blockschaltbild hier kurz gemacht, wie der Vorgang aussieht. Sie können beliebig viele Vorlagen haben. Wie man eine Vorlage erstellt, zeige ich Ihnen gleich. Die Vorlage kann als Template erfasst werden. Da kommt in letzter Konsequenz ein XML-Dokument raus. Wir haben eine Raumliste, die wir zum Steuern verwenden, zum Steuern der Vorgänge. Und das sieht also so aus, der Provisioner erhält aus der Raumliste, das füllen wir gleich ein bisschen mit Leben, sozusagen einen Auftrag und er erzeugt daraus einen Arbeitsraum, gegebenenfalls mit einem Teams-Team. Er kann natürlich, wenn Sie also irgendwie das Ding zum Intranet bauen verwenden, nicht nur Team-Websites anlegen, sondern auch Communication-Sites. Das heißt, da sind wir also flexibel und das ganze Thema kann sowohl also in SharePoint Online mit Teams in der Microsoft 365-Umgebung als auch natürlich On-Premises funktionieren. So. Und ich habe also für die Team-Websites folgende Strategie, also Team-Websites und Teams. Ich erzeuge zunächst die SharePoint-Team-Website inklusive der Microsoft 365-Gruppe, konfiguriere die durch. Dann gibt es also jede Menge andere Aufgaben, die noch passieren, aber es ist eben so, wir erzeugen Document-Sets für zukünftige Teams-Kanäle, wenn Teams also draufgesetzt werden soll. Und dann erzeuge ich das Team und konfiguriere es dann. Also das heißt, wir gehen in dieser Reihenfolge bewusst vor. Wir fangen mit dem SharePoint-Teil an und setzen dann oben letztendlich das Teams-Team drauf, wenn es gewünscht ist. Wie gesagt, Communication-Sites und SharePoint-Server sind auch möglich und wenn Sie noch Classic-Pages brauchen, können wir auch Classic-Pages erzeugen, wobei es bei den Classic-Pages ein paar Einschränkungen gibt, da können wir letztendlich nicht alles erreichen, also nicht alle optischen Gimmicks erreichen, aber wie gesagt, ich glaube, Classic-Pages spielt eigentlich nicht mehr so die Rolle, denn wenn Sie Provisioning mit Classic-Pages interessant ist, sollten wir einmal drüber sprechen. Die CosiTrack Provisioner besteht im Moment 21 Modulen. Die Tendenz ist steigend. Ich habe also jede Menge eigene Ideen noch und es gibt auch viele Kundenvorschläge für mögliche Module, die es also in das Standardprodukt schaffen. Und es ist eben so per SDK, also per Software Development Kit, können auch eigene NetAssemblies eingebunden werden für Funktionen, die so speziell sind, dass sie nicht in das Standardprodukt passen. Die Module, ich habe Ihnen das hier mal aus dem Cockpit, das ist die Konfigurationsoberfläche gezeigt. Die Module können also individuell aktiviert und deaktiviert werden. Das ist also für einige Spezialszenarien durchaus sehr spannend. Und es ist eben so, es gibt also hier das Modul, wo ich den roten Pfeil drauf gemacht habe, der aktiviert das Team.
also das Teams-Team. Die Reihenfolge, in der die Module hier stehen, ist übrigens auch genau die Reihenfolge, in der die abgearbeitet werden. Sie sehen, der macht letztendlich also schon relativ viele Aktivitäten, bevor er das Team oben drauf setzt, aber das erkläre ich gleich nochmal. So, und auf der rechten Seite zeigt er einfach die effektiv auszuführenden Module. Das ist also im Endeffekt die Zusammenfassung, dass man nochmal sehen kann, was haben wir überhaupt konfiguriert. Da haben wir also durchaus verschiedene Szenarien, die man auch auswählen kann und da die Komponenten zusammensetzen kann. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass Sie nur Ordner oder nur Document-Sets erzeugen wollen oder in der Tat Subsites erzeugen wollen. Dann brauchen Sie nicht unbedingt alle Module auszuführen. So. Jetzt zu den Templates, das ist einer der wichtigsten Teile. Wir haben also die Templates oder die Frage ist, wie die Templates entstehen. Die Templates, also die Vorlagen, um eine Vorlage zu bauen, wird einfach eine Team-Website oder eine Communication-Site angelegt. Sie legen die Bibliotheken und Listen an, sie kümmern sich darum, dass vielleicht Standardinhalte drin liegen sollen oder eher Dokumentsets oder Ordner einrichten soll. Sie weisen Inhaltstypen hinzu, legen ihre Views an, installieren ihre Apps, verknüpfen ihre Flows, weisen die Berechtigungen zu, kümmern sich um die Farben und die Themes und können natürlich auch das Teams-Team, was oben drauf sitzt, konfigurieren, weil es da also Tabs geben könnte, Apps, die bestimmte Konfigurationen erforderlich machen und was man im Teams-Team alles noch machen kann oder in Teams alles noch machen kann. Das konfigurieren sie einfach. Und wenn sie das konfiguriert haben, könnte das zum Beispiel der SharePoint-Teil ungefähr so aussehen. Sie sehen, dass ich hier auch eine Power-App da drin habe, das ist dieses Buchungsding, da sprechen wir gleich nochmal drüber, denn das Power-App mit individueller Konfiguration hinzubasteln, ist durchaus auch ein spannendes Thema. Da geht es um dynamisches Deployment, da gucken wir nochmal drauf gleich. So, und wenn Sie dann die Konfiguration gemacht haben, geht es darum, dass Sie die Konfiguration einfach erfassen müssen, also capturen müssen, und das kann man im Cockpit machen. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal, wie es gemacht wird. Sie sehen hier das Cockpit. Ich öffne mal eine bestehende Konfiguration. Kann man einfach aufmachen. So, der lädt das hier durch. Der hat hier etliche Informationen, die er noch speichert. Sie sehen da oben auch, dass er zum Beispiel auch die Modern Authentication komplett unterstützt. Das ist ja sehr wichtig, wenn Sie also keine globalen Administratoren irgendwie ohne Multifaktor-Authentifizierung haben wollen. Ich habe ihm gerade die Module nochmal gezeigt und wir haben dann die URL zur Vorlage. Es gibt die Live-Template-Möglichkeit, das erkläre ich gleich nochmal, während das Capturing läuft. Das machen wir jetzt aber nicht und dann kann man einfach sagen, erzeuge Struktur. Und bei dem Strukturerzeugen rattert er jetzt einfach los und liest einfach die ganze Konfiguration oder einen großen Teil der Konfiguration von dem, was sie hinterlegt haben, einfach aus. Guckt sich alle Felder, Dokumentbibliotheken, die Seiten, die Sie gebaut haben und so weiter und so fort an. Diesen Capture-Vorgang muss man einmal machen, dann hat er alles erfasst, was er braucht und man kann dann also entsprechend weiter loslegen und darauf arbeiten. Mit diesem Live-Template hat es Folgendes auf sich, dass Sie dafür sorgen können, dass Cozy Track Provisioner hingeht und jede Menge oder vor jedem Ausrollvorgang oder vor jedem Rollout-Vorgang einmal das Template komplett automatisch implizit erfasst, was den Vorteil hätte, dass Sie also dynamisch an dem Template ändern können und er passt und er hat, Sie haben jeweils die aktuellste Template-Version am Start. So, jetzt kommt er auch gleich in die Endphase, dann sagt er Ihnen hier, ich schiebe Ihnen das mal rüber, dass er also das Basistemplate gefunden hat, das ist dieses Group 0 Template, er hat eine Sprache gefunden und das trägt er automatisch in diese Basisinformationen ein, die Sie da sehen. Und dann haben wir auch schon unser Template erfasst. So einfach kann es sein, das heißt, wir haben für das eigentliche Template erfassen jetzt ungefähr eine Minute gebraucht, kein Problem. So. Wir haben die Situation, dass wir beliebig viele Mandanten konfigurieren können, beliebig viele Areas, wo ein Mandant ist, könnte zum Beispiel sein, wenn Sie unterschiedliche Unternehmensbereiche haben und die also im Endeffekt gerne trennen möchten, können Sie also mit Cozy Track Provisioner durchaus verschiedene, ich nenne das mal Mandanten, einrichten. Die Areas sind zum Beispiel letztendlich die Templates. Wenn Sie also vier Vorlagen haben, hätten Sie in dem Konfigurationsfall vier Areas. So, eine Information am Rande noch. Es ist eben so, ich habe Benutzer als Engine für die Basiskonfiguration, also Listen, Inhaltstypen, Seiten, benutze ich Microsofts PNP Engine. Das PNP-Team bei Microsoft ist letztendlich ein Team, das also im Endeffekt auch Add-ons entwickelt oder beziehungsweise weitere Funktionalitäten entwickelt, die man verwenden kann.
diese PNP-Engine war noch nicht immer drin. In der alten Version von Provision habe ich das mit einer eigenen Engine gemacht. Ich habe dann 2018 umgestellt auf die PNP-Engine. Es könnte durchaus sein, dass ich das wieder in einer der nächsten großen Versionen mit einer eigenen Engine mache, aber das muss man mal sehen. Diese PNP-Engine ist aber nur eine Komponente von diesen 21 Modulen, die ich Ihnen gezeigt habe. Ich habe hier noch dran geschrieben, der XML-Editor ist empfehlenswert. Wie Sie gesehen haben, kann man viele Dinge grafisch machen mit dem HosiTrack Provisioner Cockpit. Aber es ist eben so, dass Sie sehen hier, das ist ungefähr die Konfigurationsdatei, die Sie hier haben, die daraus entsteht. Und mit dieser Konfigurationsdatei haben wir durchaus, wir können hier mal ein bisschen rumscrollen, haben wir durchaus das Thema, dass es also eine komplexe XML-Datei ist. Und man kann nicht unbedingt alles immer mit dem Cockpit machen. Ich klappe mal eine Array hier auf. Wenn man hier reinscrollt in die Array, dann sieht man einfach, dass hier also verschiedene Dinge erfasst sind. Und wir haben unter anderem hier auch die Template-Changes, über die wir nochmal sprechen. Und ich klappe jetzt mal das Template auf, das ist ungefähr 900 Zeilen lang. Da steckt auch die Template-URL dahinter, da kann man da einfach mal sehen. Kann man das einfach mal sehen, so klappen wir mal auf, wie das eigentliche PNP-Template hier aussieht. Also viel XML-Geschriebsel sozusagen. Sie brauchen keine Sorge zu haben, dass Sie sich also die ganze Zeit also nur mit XML beschäftigen müssen oder letztendlich ganz tief einsteigen müssen. Wenn Sie als normaler Endkunde das Thema betrachten, dann wird man sehen, dass das im Grunde genommen einfach über die grafische Oberfläche gemacht werden kann. Prinzipiell kann man in dem Template natürlich Anpassungen vornehmen, also in diesem PNP-Template. Aber da kommt das Thema, wenn Sie neu capturen müssen, weil Sie zum Beispiel Änderungen vorgenommen haben, dann werden Ihre Änderungen, die Sie direkt in diesen PNP-Abschnitt reinschreiben, natürlich weg. Und deshalb habe ich diese Template-Changes mir überlegt und entwickelt. Die Template-Changes sehen Sie hier im Grunde genommen. Ich habe das hier unten mal eingeblendet. Sie sehen, dass es also über dieses X-Path-Statement genau definiert wird, wo Sie hinwollen, also wo in dem PNP-Template Sie hinwollen. Und dann kann man einfach sagen, man möchte zum Beispiel einen Wert, Set, setzen. Und der kann zum Beispiel dynamisch den Kundennamen aus der Raumliste da reinsetzen. Das alles, was in diesen Curly Braces, also in den geschweiften Klammern ist, sind individuelle dynamische Werte. So. Und weil diese XPath-Statements zu schreiben durchaus letztendlich vielleicht da so ein bisschen unangenehm an der Stelle ist, habe ich das für den CozyTrack Cockpit also gezeigt, wie das funktionieren kann, wie man das machen kann. Das gucken wir im Cockpit gleich nochmal an. Noch ein Hinweis, ich hatte das ja schon gesagt, wenn Sie einen Live-Template-Schalter haben, ändert sich der Prozess ein bisschen dadurch, dass der vor dem Deployment erst die Live-Erfassung des Templates erfolgt. Also im Endeffekt würde der Schritt, den ich gerade in dem Cockpit Ihnen gezeigt habe, dann automatisch immer im Vorfeld passieren. Muss man überlegen, ob man das möchte. So, wir haben diese Workspace, Roomlist, Aktenliste, die hat ja schon angesprochen, unsere Steuerliste. Und in dieser Liste, in dieser Roomlist, Sie können die natürlich beliebig nennen, wie Sie wollen, und Sie könnten auch mehrere Listen davon haben, überhaupt kein Problem, verwalten und beauftragen wir die Workspaces, die Arbeitsumgebung, die der Benutzer haben möchte. Wir haben ein paar Felder, die erforderlich sind, zum Beispiel, wie soll das Ding hinterher heißen und pipapo. Wir haben aber auch beliebig viele weitere Felder, die Sie anlegen und verwenden können, zum Beispiel, um dynamische Vorbelegungen von Spalten zu realisieren. Erinnern Sie sich zum Beispiel an das Thema, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, als wir über die Inhaltstypen gesprochen haben und die Metadaten, dass es zum Beispiel durchaus Sinn machen würde, dass Sie zum Beispiel den Kundennamen überall an das Dokument einfach in einem versteckten Feld ranschreiben, dass sie das für Prozesse, für die Suche einfach zur Verfügung haben. Und diese Vorbelegung von Spalten können also aus dieser Workroom-List, aus der Workspace-List oder wie Sie die nennen wollen, einfach dann rausgezogen werden und eingesetzt werden. So, Sie können natürlich auch Taxonomie-Einträge verwenden und bei Taxonomie-Einträgen kommt immer die Frage auf, wie machen Sie das, wenn Sie zum Beispiel neue Taxonomie-Einträge brauchen, weil Sie irgendwie einen Taxeintrag für den Kunden haben wollen. Es ist eben so, wenn Sie zum Beispiel mit Power Apps das Formular entwickeln, wo der Benutzer seinen Workspace, seine Arbeitsumgebung anfordern kann, ist das mit Power Apps schon nicht so einfach. Einfach ein Taxonomiefeld einzulegen, das kann der Provision alles für Sie tun. So, das
Hier, was ich Ihnen hier zeige, wäre ein Beispiel für die Raumliste. Da habe ich einfach ein paar Metadaten hier dran gesetzt. Und mit dieser Raumliste, die können Sie natürlich auch dazu verwenden, dass der Anwender selber finden kann oder selber filtern kann oder Sie also Ansichten machen können, dass der Anwender zum Beispiel die Räume findet, wo er verantwortlich und Teilnehmer ist. Diese Felder verantwortlich und Teilnehmer können auch verwendet werden, um Berechtigungen zu setzen. Da haben wir durchaus verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann. So. Das habe ich auch gesagt, die Workspace-List kann als Verzeichnis für den Anwender verwendet werden, das machen in der Tat viele Kunden. Sie können also auch den Status setzen von einem Projekt, wenn Sie mit Projekträumen arbeiten und also einen Status abgeschlossen zum Beispiel darauf setzen. Und der Status abgeschlossen kann zum Beispiel das Setzen von Retention-Labels auflösen oder eine Neuprovisionierung. Sie können frei definierbar mit Camel-Abfragen steuern, welche Templates verwendet werden sollen, welche Area verwendet werden soll. Beliebig viele Areas erreichen Sie eigentlich dadurch, dass Sie einfach verschiedene Abfragen verwenden können. Ich habe hier mal die Definition einer Roomlist in einer Area angezeigt. Da sehen Sie einfach hier die Camel-Abfrage. Wer ein bisschen SharePoint gemacht hat, kennt die fluchender Weise sozusagen. Und da habe ich zum Beispiel den Raumtyp, Projektraum, Teamraum. Das ist einfach ein Thema, wo Sie über ein Choice-Feld auswählen könnten, was möchte der Benutzer haben. Und es ist eben so, die Camel-Abfrage wird dann durchgeführt und daran erkennt der Provisioner, welches Template er für den Auftrag verwenden soll. Neben der XML-Struktur, die ich hier gezeigt habe, kann man das natürlich hier grafisch auch einstellen. Sie sehen hier auf der ersten Seite von dem Provisioner Cockpit, sehen Sie diese Camel-Abfrage. Sie sehen, dass zum Beispiel der Feldname für die URL da einfach also ausgewählt werden kann aus diesem Choice-Feld. Und das ist also an der Stelle relativ einfach und schnell gemacht. So, einer der wichtigsten Thematiken ist die dynamische Verarbeitung. Worum geht es bei der dynamischen Verarbeitung? Es geht da vor allen Dingen darum, zum Beispiel, dass Sie Default-Werte für Felder setzen, basierend auf Feldern der Workspace-Liste. Das gleiche gilt für Berechtigungen. Ne? Wenn Sie also ein Feld haben mit irgendwelchen Teilnehmern oder Leuten, die Owner werden sollen, die also berechtigt werden sollen, können Sie einfach ein Personenfeld in der Workspace-Liste anlegen und der Provisioner setzt daraus die Berechtigung. Mitgliedschaft im Teams-Team ist auch zum Beispiel so eine Sache, was Sie über die Workspace-Liste lösen können. Und da gibt es viele andere Dinge mehr, wo dynamische Informationen aus dem Arbeitsauftrag sozusagen verwendet werden und von dem Provisioner umgesetzt werden. Ich habe Ihnen das mit den Changes grob schon gezeigt. Da gibt es einfach dieses X-Pass-Statement, wo man in dem gecapturten Template drin suchen kann und kann dann letztendlich genau die Stelle rausfinden. Und dann kann man zum Beispiel sagen, mach einen Set-Befehl und in Curly Braces setzt er da einfach die Information aus dem Feld Y-Kunde aus der Workspace-List ein und damit ist das Thema auch schon erledigt. So. Das einzige Problem wahrscheinlich ist, dass dieses X-Pass zu bilden nicht so einfach ist und deshalb habe ich das in dem Provisioner Cockpit einmal grafisch anpassbar gemacht und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Wir gehen also in den Provisioner und wechseln auf die Seite Template Changes und da kann man einfach sagen, lies mal ein. Und dann liest er das aktuelle Template an und das, was er macht, ist, er stellt Ihnen das Template, ich stelle das mal hier schon auf diese neue Changes-Seite, stellt er Ihnen hier dynamisch, hierarchisch dar. Und Sie können jetzt in dem Template zum Beispiel hier mal reintriggern und können da also mal in die Listen gehen. Wir gehen mal in die Dokumentbibliothek, Dokumente, da sehen Sie jetzt die Listen. Und da gibt es also verschiedene Informationen, die dazu erfasst werden und unter anderem gibt es die Field Defaults. Wenn Sie auf die Field Default zum Beispiel auf den Y-Kunde drücken, dann sehen Sie auf der rechten Seite, dass da automatisch das zu verwendende X-Pass rausgesucht wird. Und Sie können dann einfach definieren, was Sie ändern möchten. Setzen, löschen, Token Replace würde einfach dafür sorgen, dass also im Endeffekt irgendwelche Token aufgelöst werden, also Feldwerte aufgelöst werden. Und Sie können hier einfach, das ist das, was ich hier aufgeklappt habe, ist die Liste aller Felder aus der Workspace-List. Da können Sie einfach was raussuchen, sagen, was Sie also setzen möchten, was Sie dynamisch setzen möchten, sagen dann einfach speichern und dann ist das Thema erledigt.
Das ist also relativ einfach zu konfigurieren, obwohl das letztendlich natürlich schon ein relativ konkreter, komplexer Fall ist, den wir hier machen. Sie haben also verschiedene Möglichkeiten, sagen dann speichern und dann haben Sie eigentlich diesen Template Change schon definiert. So, okay. Die Template Changes für die Default-Werte sind die eine Sache. Jetzt könnte es zum Beispiel sein, das möchte ich Ihnen gerne zeigen, weil das also eine beliebte Fragestellung ist, wenn Sie zum Beispiel eine Power-App haben. Die Power-App könnte in dem Projektraum für das Projekt 0884-2022, Sie sehen das Feld da oben, könnte es zum Beispiel sein, dass Sie da die gebuchten Daten anzeigen wollen. Ich habe eine kleine Power-App gebaut, die diese Daten über das Data Gateway aus dem SQL-Server holt. By the way, dynamisch zu filtern in Power Apps ist nicht so einfach, aus verschiedenen Gründen, aber das kann man alles machen. Und wir haben jetzt einfach die Anforderung, dass zum Beispiel in jedem Projektraum, den Sie erzeugen, individuell diese App angepasst werden und eingetragen werden soll. So, um das zu machen, kann man zum Beispiel in den Power Apps Deep Linking verwenden. Was macht das Deep Linking? Sie haben, wenn Sie dieses Power App Webpart einsetzen, geben Sie ja im Grunde genommen den Weblink oder die ID von der Power App an. Das ist diese URL, die habe ich nochmal auf der linken Seite dargestellt. Apps.powerapps.com/play und so weiter und so fort. Und Sie können, das macht Deep Linking aus, diese Project ID, zum Beispiel 0884-2022 noch dahinter setzen und die in Power Apps verwenden, dass Power App zum Beispiel diese Project ID da auslesen kann, um das für den Filter der Datenanzeige zu holen. So, und die Idee ist jetzt an der Stelle, dass diese Filterwerte individuell sein könnten und die jeweils angepasst werden müssen und können auf das jeweilige Projekt. So, das heißt, wir haben in unserem Template verwenden wir einfach 0884-2022 und müssten das auf das jeweilige Projekt anwenden oder die jeweilige Projektnummer anwenden, die in unserer Workspace-List wäre. So, das hört sich auch schon ein bisschen komplizierter an, was wir da machen müssen. Und wenn Sie mal in das gecapturte Template gucken, sehen Sie, wenn Sie da mal entlang lesen, in Zeile 1138 mal anfangen, das sind die Client-Side-Pages, die Client-Side-Page und da steht in der Tat diese Project-ID, das habe ich einmal blau markiert und rot befeilt da drin. So, und jetzt müssen wir einfach nur sehen, dass wir dynamisch diese Project-ID aus diesem ganzen Zeichengewurschel ersetzen und da jeweils einsetzen, was wir individuell für eine Project-ID haben. So, das zeige ich Ihnen mal, weil das auch wirklich einfacher ist, als sich wahrscheinlich anhört. Wir gehen also wieder in die Template-Changes, klappen die ganze Thematik auf, suchen einmal die Client-Side-Pages aus dem Template, ich klappe das hier mal auf. So, das Provisioning-Template, das sind die Client-Side-Pages. Da sehen Sie die Client-Side-Page mit ihren Sections. Und da steht unter Controls dann diese Canvas-Controls und das sind die Webparts. Und das erste Webpart ist das Custom-Canvas-Control, wo wir diese Informationen haben. Dann können wir einfach auf neuen Change hingehen. Er gibt Ihnen auch ein, welche Parameter er hat. Wenn Sie das noch in Erinnerung haben, müssen wir ins Attribut JSON-Control-Data schreiben. Und in dem Attribut JSON-Control-Data können wir einfach Search und Replace machen. Wählen wir Attribut Search und Replace aus. Sagen, wir möchten also gerne das JSON-Control-Data ändern. Und dann können Sie im Grunde genommen einfach nach dem Dummy-Projekt aus dem Template suchen. Und wenn Sie zum Beispiel die Projektnummer in dem Title-Feld haben, können wir in Curly Braces einfach aus der Workspace-List, aus der Room-List dieses Curly Braces-Title auswählen und sind schon fertig. Und das wird dafür sorgen, dass letztendlich dieses Feld aus der Workspace-List automatisch da eingesetzt wird. Ich habe Ihnen das an der Stelle jetzt für SharePoint gezeigt, für die Teams-Apps, für Ordner, Elemente und Co. Wo wir jetzt nochmal drauf gucken, ist das genau dasselbe in grün. So. Ordner, Document Set Items können Sie einfach mitcapturen und die würden einfach diese gecapturten Informationen, also über Document Sets und Ordner und irgendwelche Dokumente oder Listen-Items, können Sie einfach erfassen. Dann wird er das einfach in seine Deployment-Liste in der Area schreiben und wird die einfach ausrollen. Und im Endeffekt, wenn er irgendwelche Dateien speichern soll, wird er die sich einmal zwischenspeichern. Dynamische Vorgehensweise ist möglich. Da sei nochmal die Anmerkung, die Docsets werden im nächsten Schritt für die Erstellung von den Teams-Channels verwendet.
So, okay. Wir haben also hier das Thema, ich zeige Ihnen hier die Document Library aus meiner Vorlage. Da haben wir also die Document Sets. Und mit diesen Document Sets, die in der Vorlage liegen, besonders möchte ich auf das General Document Set verweisen, was von Teams für den allgemeinen Channel verwendet wird. Da könnten wir zum Beispiel eine Projektphase dran haben. So, und wenn Sie das ganze Thema capturen, das zeige ich Ihnen letztens auch mal kurz, wie das also aussehen kann. Da gibt es dieses Create Objects hin. Da können Sie sagen, Sie möchten gerne Dokumente erfassen und in den Dokumenten, wenn Sie das also einmal einlesen, sehen Sie, dass er da die erfassten Objekte anzeigt. Und da sehen Sie also die Ordner, die wir hier, oder die Document Sets, die wir hier angeordnet haben. Und Sie sehen auf der rechten Seite wieder, dass es dieses XPath-Statement gibt. Und dass Sie dann zum Beispiel sagen können, Sie möchten gern für ein bestimmtes Feld, zum Beispiel die Projektphase, die Sie haben, können Sie einen Wert aus der Raumliste setzen. Sie können natürlich auch verschiedene Curly Braces Formeln angeben und irgendwelche textuellen Bereiche da reinschreiben. Da sind wir vollkommen flexibel, was man da machen kann. Aber auch hier gilt, Sie müssen auch, wenn das, wie Sie hier sehen, auch diese Folders und Document Sets in der XML-Notation aufgeschrieben werden, müssen Sie auch, um die Changes hierfür durchzuführen, nicht irgendwie lang und breit XML lernen oder XPath abfragen lernen. Das können Sie einfach mit der grafischen Oberfläche erstellen. So, wenn wir den ganzen SharePoint-Untergrund haben und dann biegen wir jetzt auch schon auf die Endphase ein, dann kann es sein, dass wir ein Teams-Team erstellen wollen. Ich mache das normalerweise so, dass ich den Anwendern frei setze oder die Möglichkeit also gebe, dass sie sagen, entscheiden können, ob sie auf einen Workspace ein Teams-Team oben drauf setzen wollen. Das wird natürlich bei einem Mini-Workspace, wo sie einfach ein paar Dokumente reinschreiben, wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig sein. Bei einem großen Projekt wird man aber gern das Teams-Team oben drauf setzen wollen. So. Also mit anderen Worten, auf die fertige SharePoint-Basis kann jetzt das Teams-Team gesetzt werden. Was passiert? Ich setze im Grunde genommen in der Microsoft 365 Gruppen Häkchen, dass wir Teams verwenden möchten. Dann ist das Teams-Team da. Ich sorge dafür, dass die gewünschten Mitglieder zu der Microsoft 365 Group zugewiesen werden. Das sorgt dafür, dass das Team automatisch in dem Teams-Client des Anwenders auftaucht. Das können Sie also durchaus individuell auch festlegen bei der Anlage oder können die Anwender bei der Anlage sagen, den und den und den und den hätte ich in den Teams-Team gerne dabei und dann macht er das. Wir können die Kanäle anlegen, wir können Apps installieren, das kann man dynamisch via Changes machen. Also wenn die Apps bestimmte Konfigurationen brauchen, können Sie die auch, wie ich das exemplarisch an der Sache gerade für SharePoint gezeigt habe, für die SharePoint Power App oder für die SharePoint Felder, können Sie das genauso in Teams machen. Aus Zeitgründen gucken wir uns das jetzt nicht nochmal an, weil das im Grunde genommen das gleiche in Grün ist. So. Und der Konfigurationsabschnitt, einmal in XML-Deployment, kann sehr einfach sein. Zeile 101, Sie sagen einfach Team Creation True. Sie können das Request-Field auswerten, also ein Feld, wo Sie also durchaus, wo der Benutzer sagen kann, ja, ich möchte ein Team oder ich möchte kein Team. Sie können entscheiden, was er für Benutzer in die Owner-Rule bringt, in die Owner-Teams-Rolle bringt, in die Member-Teams-Rolle bringt. Und Sie können einfach sagen, dass Sie die Channels automatisch von den vorhandenen Ordnern anlegen wollen, dass es dieses Auto-Create from Folders und dann setzt er das einfach automatisch auf. Es gibt in dem Cockpit auch für die Teams-Konfiguration eine spezielle Oberfläche, wo Sie nochmal genau festlegen können, welche Mitglieder sollen rein, welche Channels sollen angelegt werden, welche Apps sollen da noch rein, wie sollen die konfiguriert werden. Und so ein Team sieht in meinem Teams-Client zum Beispiel so aus. Und das wird also so aussehen vom Ablauf ungefähr. Ein Benutzer kann anfordern, dass er gerne ein Team haben möchte, dass er gerne ein Team angelegt haben möchte, also das SharePoint und das Team obendrauf. Und ungefähr nach 2, 3, 4, 5 Minuten, das hängt ein bisschen davon ab, wie Microsoft 365 Grad sich performancemäßig verhält und wie komplex ihre Templates sind, wird das einfach zur Verfügung stehen. So, okay. Haben wir auch geschafft. Ich möchte gerne noch zwei Worte zum Thema Lifecycle sagen. Bei dem großen Refactoring, was ich gemacht habe, habe ich mal drüber nachgedacht, ernsthaft eine Namensänderung zu machen und das Ding von Provisioner in Lifecycle Controller umzubenennen. Wir haben ja im Grunde genommen drei Phasen. Die Bereitstellung, die Wartung und Veränderung, zum Beispiel wenn Sie an Ihren Templates was ändern möchten, und die Retention, wo Sie Retention Labels im Hintergrund setzen können.
Und das, was sie beim Retention machen können, oder beziehungsweise obwohl ich das Produkt nicht umbenannt habe, obwohl das nach wie vor Provisioner heißt, kann der alle drei Phasen abdecken. Die Bereitstellung sowieso, und sie können also beliebig oft über bestehende angelegte Bereiche fahren, SharePoint-Bereiche oder Teams und oder Teams-Bereiche fahren. Und der wird dann Modifikationen vornehmen, falls erforderlich. Und Sie können natürlich auch, wenn das Projekt abgeschlossen ist, Retention-Phase ansetzen. So. Wenn Sie Teams anschauen, haben Sie in Teams einen Haken mit Bordmitteln, wo Sie einfach sagen können, okay, das soll jetzt archiviert sein. Das sorgt dafür, dass es nicht mehr für den Benutzer auftaucht. Aber es ist eben so, wir müssen wahrscheinlich, wenn Sie es gut machen, Retention-Labels in Abhängigkeit von den Inhaltstypen setzen. Das kann der Provisioner für Sie erledigen. Optional, aber wichtig, kann er den Workspace auch aus den Teams-Clients entfernen, denn wenn Sie also im Endeffekt viele Projekte haben und dann wächst der Teams-Client irgendwann an, dass der Benutzer sagt, das ist vollkommen unübersichtlich. Sie können also dafür sorgen, dass der Provisioner diesen Arbeitsbereich aus dem Teams-Client entfernt, kann aber trotzdem die Berechtigung so setzen, dass der Benutzer noch Zugriff auf den SharePoint-Teil hat, um zum Beispiel irgendwie Dokumente zu finden. Kann man machen, wird von benutzen viele Kunden relativ intensiv. Ich möchte nur einmal in dem Microsoft 365 auf die Datensatzverwaltung da zeigen, wo Sie also diese verschiedenen Labels setzen können, die hier verwendet werden, wo es also Aufbewahrungsdauern gibt, die Sie ansetzen können. Diese Thematiken sind also aus Compliance-Gründen wahrscheinlich sehr wichtig. Ich habe immer gesagt, oder als wir den Vergleich gemacht haben, dass die Fehlertoleranz durchaus oder Stabilität ein sehr wichtiges Thema ist, einleuchtenderweise. Ich habe das Thema mal hier operative Fehlertoleranz genannt. Wir haben gerade beim Provisioning von Microsoft 365 immer mal wieder Störungen. Es gibt Verbindungsabbrüche, es gibt immer mal wieder diverse unerklärliche Fehler, die aus dem Microsoft 365 Environment kommen. Und meistens hilft es einfach, den Vorgang zu wiederholen. Und Sie sehen hier für die einzelnen Jobs, das sind diese blauen Kästchen, habe ich also mir eine Hierarchie überlegt. Wir haben den Mandanten, die Area und einen Job, den Sie haben, also erzeuge, der Job ist erzeuge einen Workspace, wird als Masterjob zunächst mal angelegt und unterhalb des Masterjobs gibt es die Jobs. Und der Provisioner macht das so, dass er die Jobs also bis zu 10-mal wiederholt und versucht es einfach nochmal. Damit kriegen wir letztendlich eigentlich kriegen wir immer eine sehr gute Quote eigentlich hin. Wenn das zehn Durchläufen nicht geklappt hat, dann wird der Provisioner den Admin rufen und sagen, Admin, bitte greif ein, ich komme allein nicht weiter. Es könnte also ja irgendwelche Fehlersituationen geben, die aus irgendwelchen Gründen nicht aufgelöst werden können oder irgendwie Kennwort oder Zertifikat abgelaufen oder wie auch immer. Das heißt, da haben wir durchaus also eine Resilienz sozusagen, dadurch, dass der Provisioner es nicht nur einmal versucht, sondern versucht es standardmäßig bis zu 10-mal und meistens kommt er da auch ganz gut zum Ergebnis. Wenn Sie ihn mehrmals versuchen lassen, ist Monitoring und Diagnostik natürlich ein wichtiges Thema. Ich sage auch immer, dass Provisioning ein komplexer, wirklich vielschichtiger Vorgang ist. Also es sei jetzt mal auf die 21 Module hingewiesen. Und wir haben das Thema, dass eine einfache Nachvollziehbarkeit und die Benachrichtigung bei Problemen einfach wichtig ist. Ich will jetzt nicht damit implizieren, dass es ohne Ende dauernd immer Probleme gibt, aber wie gesagt, so ganz problemlos kommen die Prozesse manchmal nicht durch. Es kann immer mal wieder ein Problem geben, dass auch das mehrmalige Versuchen einfach nicht zum Ergebnis führt. Sie haben in dem CozyTrack Provisioner, wie bei allen CozyTrack Produkten, also relativ viele Logging-Optionen. Wir können natürlich in eine Textdatei schreiben, wir können in den Datenbank schreiben, ins Event-Log, Syslog kann er schreiben. Er kann auch SNMP-Traps absetzen, wenn er ein Problem hat. Da haben Sie also verschiedenste Möglichkeiten, was Sie machen können. Die Benachrichtigungen können also entweder an den Administrator laufen, also eine Mail, an den Job Creator, also das heißt den Autor des Eintrags in der Steuerliste. Wir können SNMP-Traps senden, wie schon genannt, und wir können natürlich auch indirekt irgendwie ins Ereignisprotokoll schreiben, wenn Sie die Lösung haben, die die Ereignisprotokolle auswertet. So, und jetzt haben wir das Thema, dass wir natürlich, also wenn wir viel machen, schreibt das Ding gigabyteweise Logs. Und wenn Sie gigabyteweise Logs haben, ist das häufig nicht viel hilfreicher, als wenn Sie keinen Logs hätten, weil Sie einfach die Sachen dann nicht dran finden. Jetzt haben wir das Thema, dass die Logs für den einzelnen Jobs schreiben wir in die Datenbank und auch diese Struktur, Master Job Job. Und ich habe Ihnen das rechts nochmal dargestellt, da sitzen auch mal die Logs drunter.
Und um das einfach auszuwerten, Sie können natürlich selber in die SQL-Server-Tabelle gucken, gibt es aber noch ein kleines Tool, das ist dieser CozyTrack-Monitor. Ich zeige Ihnen mal Provisioner-Monitor. Ich zeige Ihnen mal hier kurz, wie das also in dem kleinen Demo-Szenario hier aussehen kann. Da können Sie auch gleich hier noch was anderes erkennen. Ich gehe einfach mal hier in einen Mandanten rein. So, verschiedene Mandanten kann man also durchaus haben. So, und da habe ich also in die verschiedenen Areas. Dieser Mandant hat nur die Area Standard. Dann sieht man die Masterjobs, die er hier durchgeführt hat. So, und die haben einen Status 1, erfolgreich abgeschlossen, oder 0, noch offen. Oder es gibt auch einen Status 3, wenn er irgendwas nicht hinbekommen hat. Sie können ja also immer hier filtern natürlich, auch verschiedene beliebige komplexe Filtereinstellungen machen. Auf den Status filtern, denke ich, selbsterklärend. So, dann gucken wir mal unter einen Masterjob rein. Unterhalb dieses Masterjobs, den Sie da haben, sehen Sie, dass zwei Jobs gelaufen sind. Einer mit Status 3, der ist nicht erfolgreich gelaufen, und Sie sehen das an den Zeiten, dann hat er einfach anderthalb Minuten später nochmal probiert und dann hat es funktioniert. Und wenn es Sie interessiert, warum dieser Launching Coordinator Job Result false ist, kann man einfach jetzt hier weiter ins Log reinklicken. In dem Log sehen Sie jetzt jede Menge Zeug, was er aufschreibt und loggt. Also er loggt wirklich viel mit. Und da können Sie natürlich jetzt bei der Severity einmal einen Filter draufsetzen. Ich klicke das einmal kurz an und filter einmal kurz auf die Severity 3. Das sind also Fehler. Und da sehen Sie, dass da letztendlich steht, er hat an der Stelle, wenn man das mal hier aufklappt, kommt da einfach ein ungültiger Feldname raus. Dieser ungültige Feldname ist ein typischer Effekt, der also den Microsoft 365 ab und zu mal absetzt. Wenn Sie dann das nächste Mal drüber fahren, klappt das, und Sie sehen das hier an der Stelle auch, dass der Job einfach automatisch wiederholt worden ist oder unterhalb des Masterjobs der Job einfach wiederholt worden ist. Das ist der Job darunter mit der ID 7725, und der war dann erfolgreich. So, und so kann man letztens über diese Hierarchie sehr einfach also kontrollieren, was da weiter passiert ist, was zu machen ist. Und Sie sehen, dass der Provisioner durch diese Resilienz auch eine sehr hohe Erfolgsquote hat, dadurch, dass er es einfach nochmal versucht. Da habe ich also eine Weile dann rumgebastelt, das letztens wirklich also sauber hinzukriegen, und ich glaube, dass das Verfahren so wirklich also sauber und gut ist. Sie haben links unten, sehen Sie noch, ist dieser Knopf Masterjob. Damit können Sie einen Masterjob, der hängt, der im Status Ich hänge gerade steht, die bleiben dann wirklich stehen. Dem können Sie auch einen weiteren Status geben, dass der Provisioner es dann wieder versucht. Okay, das waren die Dinge, die ich Ihnen jetzt zeigen wollte. Ich habe noch einige kurze Abschlussbemerkungen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich gesehen habe, dass sich ziemlich viele potenzielle Partner angemeldet haben. Die CozyTrack-Produkte und die Prozesse, also vor allen Dingen die Prozesse dahinter, sind beratungsintensiv. Wie gesagt, den Provisioner zu bedienen ist das eine Thema, aber den Provisioner letztendlich, den Provisioning-Prozess zu planen, das ist letztendlich natürlich ein Thema, wo viele Kunden gerne auf erfahrene Partner zurückgreifen möchten. Ich mache das natürlich beratungsmäßig auch selber, aber es ist eben so, dass also Partner gerne auch natürlich also sich mit den CozyTrack-Produkten beschäftigen können. Und für die Partner ist die Perspektive natürlich, dass sie ihre Projekte also deutlich durch die CozyTrack-Produkte, wie zum Beispiel den Provisioner, anreichern können, weil ihre Kunden ja diese Funktionalität auch brauchen werden. Für Partner gibt es NFR-Versionen, dass sie selber damit Erfahrung sammeln können. Es gibt Schulungen für Partner. Wir können gemeinsam Pre-Sales-Termine wahrnehmen. Es ist eben so, Projektbegleitung ist natürlich auch letztendlich eben inkludiert, weil es in vielen Situationen darum geht, vor allen Dingen bei den ersten Projekten, dass das also doch relativ kompliziert ist oder man sich wirklich viele Gedanken machen kann und dass die Dinge sehr komplex konfiguriert werden können. Wir haben ja von den Funktionalitäten von dem Provisioner auch nur letztendlich an der Oberfläche gekratzt. Wenn Sie also, wenn das für Sie interessant ist, dass das für Ihre Kunden auch Provisioning-Anforderungen geben könnte, dann kommen Sie gerne auf mich zu und dann sprechen wir einfach drüber, was wir gemeinsam machen können. Für alle anderen gilt natürlich, Sie bekommen also auf der einen Seite den Link zur Aufzeichnung, das hatte ich ja schon gesagt, ich werde Ihre Fragen im Anschluss per Mail beantworten.
Oder wir können auch gerne telefonieren und Sie haben hier meine Kontaktdaten, wo Sie sich gerne an mich wenden können, wenn Sie einfach weitere Fragen haben. Wenn Sie Beratung oder Projektbegleitung möchten von mir, dann kommen Sie bitte auf mich zu. Natürlich ist das ein Thema, was ich anbiete. Das ist mein Kerngeschäft. Ich helfe Ihnen gerne. Und wenn Sie eine Teststellung von dem CozyTrack Provisioner gerne verwenden würden oder gerne mal probieren würden, dazu zu der Teststellung gehört natürlich auch eine gemeinsame Einführung, eine Produktdemo. Wir können gemeinsam in Ihrer Umgebung das mal konfigurieren, dass Sie direkt einen guten Start mit dem Produkt haben. Sie sind also herzlich eingeladen, auf mich zuzukommen und würde mich freuen, von Ihnen bei Gelegenheit dann nochmal zu hören. Ansonsten sei auch nochmal darauf hingewiesen, wenn das ganze Thema für Sie interessant ist, in bestimmte Teilbereiche reinzuschnuppern, dann schauen Sie doch mal auf meiner Website in den Seminarkatalog rein. Da haben wir etliche vertiefende Seminare im Angebot, wo wir letztendlich auch auf diese Thematiken Dokumentmanagement, Power-Plattformen, Teams nochmal sehr intensiv drauf eingehen. Und da würde ich mich auch freuen, wenn Sie einmal dabei wären. Wenn ich Ihr Interesse vielleicht hierfür oder für den CozyTrack Provisioner geweckt habe, fände ich das toll. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Webinar auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und deshalb verbleibe ich jetzt erstmal mit ganz herzlichen Grüßen aus Dortmund. Und würde mich sehr freuen, gelegentlich von dem einen oder anderen von Ihnen zu hören. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.